Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Let's Play Deliver Us the Moon. Ja, er redet von einem Schalter. Ein Schienenbahn aktivieren. Geht doch. Evakuiert? Nein, 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 das kann nicht sein. Die können nicht einfach weg. Ohne sie stirbt die Kolonie. Und die Erde. Wie können die so verdammt egoistisch sein? Was haben die sich gedacht? Wie können sie nur... Warnung. Combo-Reaktorstörung. Outward-Protokoll aktiv. Alle Anlagen evakuieren. Ja, ich weiß, dass sie evakuiert haben. Ich weiß! Ich weiß, dass ich allein bin. Tombow-Reaktorkapazität bei 10%. Er läuft noch? Alex, wir müssen los. Das könnte alles ins Lot bringen. Wir können das in Ordnung bringen. Okay. Der Strecke entlang der Pfeiler folgen. Du schaffst es nach Tombow. Du schaffst es, Sarah. Ich komme, Sarah. Ich finde dich. Bin ich dieser Rolf? Na, ist da auch wieder was mit Lenken und Bremsen und so weiter und so fort? Oder? Oder was ist jetzt? Bodenkontrolle an Fortuna One. Ich weiß nicht, ob Sie noch da sind. Die Staubstürme wurden noch schlimmer. So wie alles. Die Lösung muss bei Tombow zu finden sein. Ob der Reaktor oder der MPT selbst, weiß ich nicht. Aber wir sind mit unserem Latein am Ende, Rolf. Wir könnten hier gute Neuigkeiten brauchen. Ich wünschte, ich könnte helfen. Okay.
Bitte fahren Sie vorsichtig. Bitte fahren Sie vorsichtig, ja klar, ne? Natürlich fahre ich vorsichtig. Ich denke mal, ich muss weiter hinten raus. Der Reaktor. Verlassenheit habe ich nicht alles. Sarahs Reise habe ich nicht alles. Outward habe ich nicht alles. Fehlfunktion habe ich nicht alles. Okay. Okay. Solange ich hier keinen Sauerstoff habe, will ich jetzt aber nicht unbedingt so lange. Ah, da vorne kriege ich wieder welchen. So. Als Dr. Rosa Laverde der WSA beitrat, verpflichtete sie sich zu einem einzigen Ziel, die Entwicklung einer nachhaltigen Energiequelle für die Erde. In diesem Sinne stellte die reichlichen Mengen an Helium-3, die aus abgebauten Mondgestein gewonnen wurden, einen hervorragenden Treibstoff dar. Trotzdem würden sie Jahre brauchen, um einen Reaktor zu entwickeln, der Helium-3 effizient verarbeiten würde. Erst dann könnten die entstehende Energie über das MPT übertragen werden. Die Brücke, die das Betreten ermöglicht, liegt in Trümmern. Obwohl keine Anzeichen von Sabotage oder Zerstörung erkennbar sind, weisen die Trümmer ebenso keine Spuren eines natürlichen Unglücks auf. Nur ein schmaler Pfad für den ausgehenden Einbienenschein ist noch unversehrt. Sarah hat entweder vor dem Einsturz der Brücke erreicht oder einen anderen Weg gefunden. Okay. So, dann laden wir uns nochmal auf. Und gucken mal, wo wir jetzt hin müssen. Ach, Psasa. Ich denke mal... Och nee.
Autsch. Hey, spring doch da hoch. Na toll. Och Mann, ey, das gibt's doch nicht. Spring doch hoch. Was machst du denn da? Na toll, das war's. Das kann ich jetzt nicht mehr schaffen. Ja. Oh, sowas hasse ich. Erkunden und so weiter ist mein Ding. Aber dieses Rumgehopse, Jump-and-Run-Spiele mochte ich noch nie. Und wieder. Oh, ich hasse diese Scheißhopserei, ey. Verlierst da unendlich viel Zeit und es macht keinen Spaß, weil es irgendwo sinnlos ist. Du musst nichts erkunden oder sonst irgendwas, sondern einfach nur dumm rumhopsen. Das finde ich blöd. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber das ist nun mal so. Hier irgendwo ein Auto? Nein, gibt's nicht. Also muss ich hier irgendwo anders durchkommen. Da, Luftschleuse. Ja, das war ein Teil des Spiels, den ich nicht mochte. Okay. Menüster.
Energie für morgen, Tomsporn-Lage, überprüfe. Bergbau in Betrieb, Helium 3 verfügbar, Reaktorzustand, MTP-Schlüssel okay, kann Alex auf Tompo-Systeme zugreifen. Rückseite, Helium 3. Verarbeitetes Helium 3 wird aus Mondgestein gewonnen, das in den Steinbrüchen um Tombo abgebaut wurde. Es ist der Treibstoff, der unsere Zukunft antreibt. Tombo auf einem der reichsten Helium-3-Vorkommen auf dem Mond gebaut, ist unser Stolz und die einzige Quelle für Helium-3. Reaktor. Der hochmoderne Reaktor von Tombow verwandelt Helium-3 in reine Energie. Seine revolutionäre Technologie stellt sicher, dass nur minimale Mengen erforderlich sind, um ein großes Resultat zu erzielen. Die produzierte Energie wird in die MPT-Batterie transportiert, wo sie bis zu einer Übertragung gespeichert wird. MPT-Schüssel. Das MPT-System erhält Energie aus der MPT-Batterie und leitet sie weiter an die MPT-Alpha-Schlüssel. Fest auf dem Dach der Tombow-Anlage positioniert, sendet der MPT Energie, die vom Mond stammt, zur Erde, um den Energiebedarf der Menschheit zu decken. Gut. Das dazu. Da kommen wir her. Was ist hier noch Schönes? Ich glaube, den hier brauchen wir noch. Sieben Tage nach dem... Reaktorkapazität bei 9%. Ganz nah dran. Na los, Alex. Willkommen bei Tombow. Wer sind Sie? Sarah. Sarah Baker, vormals bei Pearson stationiert. Sie arbeiten hier? Tat ich mal. Ich bin Isaac. Isaac? Mr. Johansson? Wo sind die anderen? Ich dachte, alle wären... Ich bin allein. Was tun Sie hier? Alle weg? Ich bin wegen des MPT hier. Vergessen Sie's. Sie haben den Hauptrechner gesperrt. Kein Systemzugriff. Ich bin Software-Ingenieurin. Vielleicht kann ich... Was war das? Der Reaktor. Der Treibstoff geht aus, aber die Energie sammelt sich noch darin an. Und ohne den MPT kann sie nirgendwo hin. Wenn das nicht aufgehalten wird... Sie sind Software-Ingenieurin? Kommen Sie! Hey, warten Sie! Geh tiefer in die Anlage hinein. Okay. Das sind nur Toiletten. Hier passiert nichts. Okay.
Sicherheitsvorfall festgestellt. Abriegelung aktiv. Okay. Ouch. Mit Kerzen daneben und so weiter. MPT Online. Die MPT-Übertragung überträgt Energie vom Mond an die Erde. Der Mikrowellen-Energietransmitter MPT gefüllt mit Helium-3, das auf dem Mond abgebaut wird, generiert Energie innerhalb eines Fusionsreaktors und sendet sie kabellos an Empfänger auf der Erde. Während es mehr als ein Jahrzehnt gedauert hat, bis der MPT fertig war, reißt das Energiesignal schnell von der Mondkolonie auf die Erde. Die World Space Agency glaubt, dass der MPT ausreichend Energie aus dem Fusionsreaktor der Kanonie übertragen kann, um etwa 20% der Weltbevölkerung zu versorgen. Es wird erwartet, dass dieser Prozentsatz schnell ansteigt. In den nächsten Jahrzehnten könnte der MPT die ganze Erde mit Strom versorgen, sagt Dr. Isaac Johansen, der leitende Wissenschaftler der Agency. Die Erde wird nie wieder im Dunkeln tappen. Rückseite, das waren wir. Wir haben es geschafft. Tja. Johansen, warten Sie! Der Kontrollraum ist gleich hier! Nur durch diesen Korridor? Hören Sie mir zu? Die Erschütterungen werden schlimmer, wenn wir nichts dagegen tun, dann... Wir sind gerade an zerstörten ASEs vorbei und daneben lagen Leichensäcke. Was ist passiert? Jetzt ist keine Zeit. Sie kannten diese Leute. Genug! Sie haben keine Ahnung, wovon Sie reden. Genau.
Die habe ich nicht. Keine Ahnung, weshalb der MPT aus ist und warum die Kolonie über Nacht verschwand. Reaktorkapazität bei 8%. Das Wichtigste ist der Reaktor. Hier wurden unsere Leute getötet, Isaac. Es hätte nicht so kommen brauchen. Outward hätte sie alle gerettet. Indem sie alle zusammenpacken und die Erde verlassen? Das war ein schrecklicher Plan, selbst für MacArthur. Outward hat uns zum Sterben zurückgelassen und sie schert es nicht einmal. Wagen Sie es nicht. Ich habe mein Leben der Erde gewidmet, selbst nachdem meine Frau dort umgekommen ist. Meine Tochter ist noch auf diesem Drecksfelsen. Wie konnten Sie sie zurücklassen? Weiß sie es überhaupt? Schauen Sie, noch ist Zeit, das in Ordnung zu bringen. Wir reparieren den MPT. Sie wären ein Held. Sehen Sie sich um, Miss Baker. Hier gibt es keine Helden. Die sind fort. Und jetzt Bewegung. Autsch. Als sie sich auf dem Weg zum Kontrollraum des Reaktors befinden, wird Sarah Zeugin von den Folgen einer Unruhe. Wütend fordert sie Antworten von Isaac. Die Spannung steigt und Isaac enthüllt ein persönliches Geheimnis. In der Zwischenzeit wird ihr Reaktor immer instabiler, aufgezeichnet am 30. September, 7 Tage, 7 Minuten nach dem Blackout. Okay. Hier ist ein Fahrstuhl. Na, dann komm mal her. Okay.
Nee, das ist falsch. Wie kriege ich das hin? Denn der kann das, glaube ich, nicht, ne?
Ah, dann ist auch der Aufzug aus. Och nee. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es jetzt weitergehen soll, ja. Gehen wir erstmal wieder hierher. So, nochmal auf Tab. Finde einen anderen Weg, um die
um die Crewquartiere zu verlassen. Durchquer. So, komm, jetzt gehst du noch mal Richtung Crewquartiere. Ich habe eine Idee, wie ich hier hochgehe. Wieso kann ich hier nicht... Oh, wie soll ich denn das schaffen, ey? Och man, ja, zwei Treffer und das war's. Und da kommen sie mit drei an. Aber in Anbetracht dessen, dass wir diese Folge schon wieder maßlos überzogen haben. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.